Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Grinding-Ausgabe hier mit WWE Champions. Leute, doch noch irgendwie zustande gekriegt, dass wir heute ein Grinding hier aufnehmen. Ich möchte, also eigentlich habe ich mir ja gesagt, okay, dieses Wochenende wird ein bisschen blöd, aber ich möchte das trotzdem irgendwie gern so ein bisschen einfließen lassen, weil wir haben jetzt nämlich das Ende des Monats-Events. Und ich möchte das gerne halt mal so ein kleines bisschen rekapitulieren, würde das echt gern dafür nutzen heute. Deshalb, für alle die, die vielleicht zuschauen und sagen, ja okay, Christian, das Wrestling interessiert mich da jetzt eigentlich eher weniger. Ihr werdet da heute jetzt nicht so gut bedient, aber die ganzen WWE Champions-Spieler unter euch werden sich da, denke ich mal, umso mehr freuen. So, während ich vielleicht hier so ein kleines bisschen quatsche, gehen wir mal in die Victory Tour hier rein. Da bin ich nämlich gegenwärtig gerade so ein bisschen dran und kann so ein kleines bisschen meine Gedanken finden, Gedanken ordnen, wie auch immer man es nennen möchte. Und es ist natürlich ein perfekter Übergang. Dieses Monatsevent ging um die Headbangers. Es ging um die Headbangers. Wir haben Mosh als monatlichen Free Character für jedermann gehabt. Und dann halt hier den guten Thrasher, den es sich dann halt so zu ergattern galt. Ich bin ganz ehrlich, seitdem ich Thrasher jetzt so bei mir im Roster habe und jetzt auch so ein bisschen seinen Gürtel angepasst habe und so weiter, muss ich wirklich sagen, möchte ich mich schon beinahe ein bisschen revidieren, weil ich nämlich immer gesagt habe, mir gefällt Mosh eigentlich besser. Aber das ist halt immer so das Ding, das ist halt so Ersteindruck von Superstars, ne? Beide gehen natürlich auch einher. Thrasher, ein sehr wichtiger Trainer für Mosh, was jetzt Farbwechsler, Juwelen und so weiter angeht. Und ja, und Thrasher, muss ich wirklich sagen, gefällt mir ziemlich gut. Auf 5 Sterne, so wie er jetzt bei mir ist, ist halt, finde ich, wirklich dreifach Violett die beste Wahl. Würde dann aber, denke ich mal, wenn er irgendwann auf 6 Sterne geht, schon eher auf das blaue Moveset dann so ein bisschen mitgehen. Er gefällt mir. Ich muss es einfach mal wirklich sagen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben hier einen Superstar der Attitude Era bekommen. Also beide, sowohl Mosh als auch Thrasher. Attitude Era, wo es eh immer so ein kleines bisschen spärlich besät ist, so bei den Trickstern. Da haben sie, denke ich mal, eine sehr gute Lücke geschlossen dieses Jahr. Mir fällt dort jetzt unter den richtig guten Attitude Era Superstars so jemand halt wie The Rock, Most Electrifying Man noch ein. Und wo man ehrlicherweise genau sagen muss, dass Thrasher schon, was Schaden angeht, mehr raushaut. The Rock hat natürlich dann andere Sachen, die dann halt so ein bisschen reinzählen, wie zum Beispiel, dass er halt immer Turn 1 da ist, dass er einen 1-MP-Move und 2-MP-Move hat. Das ist dann natürlich noch eine andere Geschichte. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Es gab ja die Möglichkeit dann hier bei diesen Touren, bei diesen Weekly-Touren, um Mosh sich diese Medaillen dort zu holen. Wo man dann halt Ende des Monats ganze 4 Stück sammeln kann und sich dann diesen Monat einen Gürtel ergattern konnte, 100% Trickstar Schaden, Juwelenschaden. Und den konnte ich mir ergattern, weil ich muss auch mal ganz ehrlich sein, ich habe extra nicht laut drüber geredet gehabt. Ja, die Anzeige ist hier immer noch ein bisschen blöd. Das ist nämlich ein 100% Gürtel gewesen und den habe ich mir ergattert. Und da habe ich erst überlegt, nehme ich den für The Rock oder für Thrasher? Hab ihn jetzt aber für Thrasher genommen und nicht für The Rock. Und das Ding ist, du brauchst ja da eigentlich den Superstar immer auf 5 Sterne. Das Krasse ist, in der ersten Woche, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, jetzt spreche ich drüber, konnte man die Tour spielen. Ich hatte den Superstar auf 4 Sterne gehabt in der ersten Woche und da hat es gereicht, sich die Medaille für die Woche zu holen. Weiß nicht, ob das ein Fehler war? Keine Ahnung. Wenn, dann habe ich es halt einfach mal ausgenutzt. So, wir gehen rein. Ja, und das habe ich dann jetzt halt hier bei Thrasher draufgeballert und ich kann mir gut vorstellen, ich werde ihn garantiert irgendwann mal auf 6 Sterne machen und dann dort halt so den Schaden, den er mehr macht bei den Games 100% gerne ausnutzen. Ja, Thema irgendwann hochmache. Ich muss erstmal ganz kurz sagen, dieser Monat lief, was so Champions angeht, so an neuen Superstars, nicht gut. Für mich, also von diesen Superstars, die es diesen Monat gab, ist kein einziger mit in mein Roster geflattert. Also hier Bam Bam Bigelow, Dusty Rhodes, die Headshrinkers oder jetzt Sensational Sherry. Da sind wir ja aber gegenwärtig im Event drin. Aber wir gehen mal ganz kurz ins Roster. Ich muss ehrlich gesagt immer sagen, neue Superstars, immer geil. Und das ist natürlich auch
Unsere, naja, unter uns Champion-Spielern, wie soll ich es denn sagen? So unsere Sucht, ist Sucht das richtige Wort? Ich glaube sogar fast schon, dass wir natürlich die neuen Superstars immer haben möchten. Nur man kriegt auch mit, finde ich so ein bisschen, aufgrund von wie viel Coins musst du verwenden für die Superstars-Poster, dass man eh nicht die Möglichkeit hat, diese schiere Flut an neuen Superstars zu leveln. Und ich will euch das mal an ein paar Beispielen erläutern. Wenn ich zum Beispiel überlege, wann gab es denn Nikita? Das ist schon eine Weile her. Ich habe es jetzt erst hingekriegt, sie auf 6 Sterne Silber zu machen. Oder ein Projekt, was ich halt dann auch hatte nach dem Zombie-Event, ist halt der gute Gunther, den ich wirklich sehr, sehr gerne spiele. Hatte hier, wie gesagt, noch einen Gürtel gehabt mit 100% Manöverschaden. Und so spiele ich ihn halt auch. Deshalb bei mir das violette Moveset. Und er soll halt auch hochgehen. Und da halt auch. Gut, hier fehlen noch ein paar, die könnte ich aber zur Not auch umwandeln. Alles cool. Der war halt mein Projekt gewesen so. Und es ist immer noch nicht beendet, ne? Und der Monat ist auch schon wieder vorbei, ne? Und das ist alles so eine Dinger. Cody Rhodes, klar, es sind viele neue dazugekommen bei mir jetzt, also die in letzter Zeit. Nur ich brauche halt auch Möglichkeiten, die zu leveln. Das ist halt wirklich. Und jedes Mal, wenn irgendwie ein neuer Superstar dazukommt, sage ich euch, freue ich mich wie die Sau. Ey, ohne Scheiß, ne? Hätte ich jetzt ihren Dusty Rhodes gekriegt, hätte ich mich gefreut. Hätte ich ihn von den Headshrinkers bekommen oder vielleicht dieses Wochenende Sensational Sherry, würde ich mir jetzt jedes Loch in den Arsch freuen. Aber es würde mich halt immer von meinen gegenwärtigen Level-Projekten abweichen. Und deshalb bin ich. Auf einer Seite, klar, ärgert es einen, du kriegst keinen neuen, aber andererseits hat mir gesagt, nee, komm, dann bist du wenigstens deinen Projekten, gerade was das Leveln angeht, treu geblieben. Und das ist dann halt hier Becky Lynch, die hochgegangen ist, Roxanne, die hochgegangen ist, Nikita, die hochgegangen ist. Dann hier natürlich schön die Ressourcen genutzt für Big Papa Pump, der hochgegangen ist, wo jetzt auch die Sterne-Füllmaterial da ist. Und mir fehlt hier noch eine Marke, aber ich denke mal, die wird auch bald rumkommen, dass er dann endlich auf 6 Silber gehen kann. Ich konnte mich halt schön auf Projekte konzentrieren. Hier dasselbe, Roman Reigns, der Chief of Beasts, da konnte ich dann ordentlich meine Ressourcen investieren. Gunther natürlich, wo es dann immer weitergegangen ist. Die gute Bailey, die dann hier hochgegangen ist. Ja, ich konnte mich einfach kümmern. Hier, sag schon der, wie heißt er denn? Drew McIntyre, der. Deshalb, neue Superstars, immer geil. Aber ich konnte was anderes machen. Oder hier, ich habe dann halt mein Sheamus, gut, den haben wir auch für Faction Feud gebraucht. Ja, da ist halt wirklich viel passiert. Und das ist so ein bisschen auch, wenn man es so sagen möchte, das ganz große Resümee, was mein Monatsevent angeht. Dadurch, dass ich halt nichts Neues groß gekriegt habe, habe ich es halt wirklich geschafft, so ein bisschen mein Backlog oder Superstars, die ich eh leveln möchte, halt wirklich einfach weiter hochzuziehen. Und das ist für mich ein sehr großer Fortschritt, weil auch rosterstärkentechnisch sich einiges getan hat. Ich kriege auch immer mehr mit bei Events, um dann gleich mal zum kleinen Kritikpunkt zu kommen. Eigentlich ist es ein großer. Ich krieg's bei Events auch mit, so wenn Superstars abgefragt werden, dass ich da nicht so unbedingt in die Röhre gucke. Also, dass so die ein oder anderen Superstars da sind, um sich die Extrapunkte dort zu holen. Und das ist doch schon ziemlich cool. Kritikpunkt. Wegen Punkt der ein oder anderer Superstar ist da. Ich habe mich übelst gefreut. Ich liebe Showdown. Ich spiele wirklich gerne Showdown, muss ich einfach mal so sagen. Und klar, Showdown unter der Woche, wie es jetzt diese Woche war, kann immer ein bisschen stressig sein. Bei mir hat es aber diese Woche gepasst, weil ich halt auch nicht montagemäßig unterwegs war. Und da bin ich dort wirklich zum Daddeln gekommen. Und da muss ich wirklich sagen, da war ich sehr verärgert gewesen. Ne? Ich habe es wirklich geschafft, jeden Tag den Showdown-Contest zu maxen. Jeden einzelnen Tag. Und die Touren schön zu spielen und ich bin bis zum vorletzten Meilenstein gekommen. Ich glaube, genau. Ich hatte Meilenstein 23 von 25 gehabt. Was echt viel ist, ne? Wirklich, wenn man sich überlegt, ich habe mir ein einziges Mal diese Fünferdosen geholt gehabt. Ein einziges Mal und habe das wirklich hingekriegt. Also es war wirklich, wenn man so möchte, free to play. So, und wenn ich dann aber bei der Prize Wall geguckt habe, ne? Was es dafür gab. Ich hatte am Ende 21.000 von den Price Wall Marken. Für diese 21.000 war ich so weit weg gewesen, mir dort irgendwas Gutes holen zu können. Ich habe mir dann halt Poster geholt, Coins geholt, davon kann man nie genug haben, vollkommen okay. Aber dass da mal ein paar Splitter für einen guten Superstar bei der Price Wall rumgekommen sind. Oder allgemein Superstar, die ja dort über 150.000 gekostet haben, war er nicht so.
Und man hat dann auch gesehen, wo man die restlichen Price Wall Coins herkriegt, nämlich eben aus dem Event Store im Portal. Da gab es sie dann halt für ordentlich Pinke. Das war ein sehr cash-lastiges Event, muss ich sagen. Auch mit den Headshrinkers, also vor allem, ich verwechsel sowieso, Samu Fatu war es, glaube ich, gewesen, der Powerhouse. Sehr cash-lastig. Ich habe allgemein mich ziemlich gefreut auf die letzte Woche von diesem Monats-Event und habe mir so gedacht, oh, wenn das so geil wird wie bei dem Zombie-Event, ist es aber leider nicht. Beim Zombie-Event war es wirklich so, jeder ist dort wenigstens am Ende des Monats rausgegangen mit einem Contest-Superstar aus diesem Monat. Das scheint diesen Monat de facto nicht so zu sein. Aber ich will nicht komplett meckern, weil dieses Showdown-Event unter der Woche, da ging es ja so ein bisschen um The Rock, The Nation of Domination, was natürlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit einer der besten Techniker eben ist, die es in diesem Spiel gerade gibt. Und wenn ich überlege, dass ich vor dem Event nicht einen einzigen Splitter für ihn hatte und jetzt schon die Hälfte wenigstens habe, muss man schon sagen, war es ein Erfolg. Für einen der besten Superstars die Hälfte der Splitter schon zusammen zu haben, finde ich, ist trotzdem gut. Nur Pricewall-technisch war es halt eher so ein bisschen Grütze gewesen. Jetzt muss man natürlich sagen, naja, vielleicht, eigentlich muss nur nochmal so ein geiles Event kommen, wo man so viel Splitter für ihn kriegt, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall sind enorm viel Splitter für The Rock bei rumgekommen und das ist doch, denke ich mal, jetzt auch nicht so verkehrt, ne? So, wir gehen hier mal weiter. Ja, es war halt einfach... Man hat diesen Monat mitgekriegt, ich weiß nicht so richtig, ob es daran lag, dass beim Zombie-Event nicht genug rumkam. Ich weiß es nicht, ich stecke da nicht so drin bei Scope, die Firmenpolitik und will mir da auch kein Urteil bilden oder so. Das steht mir überhaupt nicht zu. Aber es war halt wirklich so, dass das Zombie-Event, muss ich halt wirklich sagen, war Premium. Das war wirklich ein tolles Event gewesen, mit Ausgang, dass jeder mit einem Superstar fast rausgegangen ist dort aus dem Monat oder manche sogar mit zwei oder mehr. Und das war halt natürlich, muss man wirklich sagen, der Peak von wie es lief mit den Events. Und diesen Monat ist eher so, wir bewegen uns Richtung Tal. Aber wir haben ja dieses Wochenende noch, und das wollte ich auch nicht unter den Teppich kehren, das Team-Boss-Event ist ja noch. Und da ist ja natürlich was ganz Interessantes jetzt passiert. Nämlich, wir haben es ja schon mitgekriegt, Sensational Sherry, der Superstar für dieses Wochenende. Und deshalb Team-Boss auch weiblich. Und das finde ich wirklich höchst interessant. Und ich bin schadenfroh, um Gottes Willen, aber ich bin froh, weil ich nämlich so oft schon gesagt habe, sei es im Discord oder wenn die unzählige Flut an Nachrichten immer kommt, wenn die Leute mich fragen, was soll ich machen und so, wen soll ich leveln, und ich dann immer wieder sage, vergesst bitte die Frauen auf 6 Sterne Silber nicht. Viele waren da immer so ein bisschen, ah ja, okay, wird schon. Und jetzt kriege ich Nachrichten. Ich muss übrigens sagen, seitdem ich diese Roster-Bewertung mache, also die Flut an PNs, die ich bekomme, wow, Wahnsinn, dass ich da schon Nachrichten jetzt gesehen habe oder gekriegt habe, wo sich aufgeregt wird, dass sie bei Frauen das auch mit 6 Sterne Silber machen. Und ich habe mir dann so richtig gedacht, ich habe es doch die ganze Zeit gesagt, dass da was passiert. Und man hat dann auch in den letzten Folgen bei den Roster-Bewertungen so mitbekommen, dass viele gesagt haben, okay, ich mache die noch hoch, damit ich dann wenigstens bei den Frauen je Subklasse dann halt eine auf 6 Sterne Silber habe. Da, die haben es dann mitgekriegt. Die haben mal ein bisschen gehört auf den Christian. Und jetzt wird sich halt wieder aufgeregt, das Event wird unfair und so weiter und so fort. Und ich denke mir dann so, ach, Mann, das wurde doch angesprochen. Und spätestens bei mir war schon der Punkt, wo es dann darum ging, der Move von Scopely, dass man für Team-Boss, für Faction-Boss, jetzt am Ende halt einen 6 Sterne Silber-Superstar braucht, bei den Männern. War für mich gleich, dass ich mir gesagt habe, ach du Scheiße, wenn sie dann irgendwann auf die Idee kommen, das mit Frauen zu machen, was de facto jetzt ist, war für mich gleich die Idee gewesen, okay, jetzt musst du aber bei den Frauen nachziehen. Ja, das war halt so gewesen. Naja. Wollen wir uns nicht drüber aufregen? Ich sage mal, spätestens jetzt war das für viele dann halt so der Knackpunkt, die gesagt haben, okidoki, ich muss meine Mädels da etwas pushen. So, wir holen uns natürlich bei der Victory Tour die ganzen Coins und so weiter, das ist wichtig. Poster, Violett habe ich jetzt auch nicht so viele Poster, deshalb vollkommen geil, dass ich wenigstens mit den guten Thrasher, Headshrinker hier den
die Victory Tour spielen kann. Ansonsten sieht es dann halt eher mau aus diesen Monat. Aber wie gesagt, unter dem Gesichtspunkt, dass dann wenigstens aus den bestehenden Superstars ein bisschen was gemacht wurde und die halt weiter hochgezogen wurden. Aber ich merke gerade, ich lüge, wenn ich sage, dass diesen Monat eigentlich gar nichts bei rumgekommen ist. Das entspricht wirklich nicht so ganz der Wahrheit, ihr Lieben, weil jemand ist mir da schon noch im Gedächtnis, der dazugekommen ist, wo ich mich schon ziemlich drüber freue. Und das ist zum einen hier Promoter dazugekommen, das ist für mich natürlich gut, weil da hänge ich nämlich ziemlich hinterher. Wo ist er denn? Hier ist er noch. Der gute Wade Barrett ist dazugekommen. Und viele fragen mich jetzt auch immer wieder, ich kriege Bilder von vielen, soll ich den hochziehen, soll ich Projekte liegen lassen? Und das Ding ist halt, das ist nicht so einfach zu beantworten. Wade Barrett ist ein guter Superstar, er hat ein Aussetzmanöver, ich habe mir jetzt auch schon ein paar Videos zu ihm angeguckt und ich werde ihn sowieso hochziehen, weil er ein verdammt guter Trainer ist, nämlich dass Beschädiger-Juwelen 100% mehr Schaden verursachen. Es gibt da jetzt nicht viele Superstars, wo man sagt, die okay, da muss das unbedingt hin. Aber es gibt halt immer wieder welche. Und deshalb sage ich auch, das sind so eine Trainer, da überlege ich nicht lange. Da überlege ich wirklich nicht lange. 26.000er Talent, 100% Beschädigerschaden. Selbst wenn jetzt kein Superstar bei mir da ist, der unbedingt davon profitiert. Außer mein Spaßprojekt Mankind, muss ich sagen. Und dafür level ich den alleine sowieso schon hoch. Der geht bei mir hoch auf 6 Sterne. Das steht fest. Da steht sowas von fest. Also aber erstmal ist Gunther dran und dann weiß ich nicht, ob ich dann erstmal Thrasher nochmal die 6 Sterne mache. Aber es ist halt ein wichtiger Trainer, Entschuldigung. Und da muss definitiv noch ein bisschen was passieren. Ja, sonst ist halt wirklich den Monat jetzt nicht so viel Bahnbrechendes passiert. Aber wie gesagt, bestehende Projekte konnten angegriffen werden. Und darüber freue ich mich doch schon mal. The Dazzle. Wir machen hier mal weiter. Es sind doch bloß noch die 4 Matches. Ist ja eigentlich bloß eh ein Move zünden. Ne? Ja, Thrasher ist schon. Und vor allem im Tag-Team, die beiden, ist das schon wirklich ziemlich interessant. Ich werde Thrasher nicht aus den Augen verlieren, wie es zum Beispiel bei D'Lo Brown oder so ist. Der bei mir da jetzt eigentlich gefühlt rumschlummert, obwohl D'Lo Brown auch ein echt klasse Superstar war, ist oder wie man es auch immer nennen möchte. Ja, aber trotzdem, man hat halt gemerkt, der Monat war so ein bisschen low gewesen, ne? Also es sind auch nicht so massig Ressourcen, die irgendwie bei rumgekommen sind. Zumindest ist bei mir nicht. Es war halt gefühlt gegenüber dem letzten Event, dem Zombie-Event oder denen davor, wo das ganze NXT-Gedöns war, war es halt so ein kleines bisschen was anderes gewesen. Allerdings finde ich auch, dass es immer mehr auffällt mit den ganzen neuen Superstars, die kommen, mit dem möglichen Schaden, den die erreichen, oder den Trainereigenschaften, die sie haben. Bestes Beispiel ist Sensational Sherry, die ja der neue Multiplikator-Trainer dann halt ist, ne? Wo wir sonst immer Matt Hardy genommen haben zum Beispiel, der dann halt die Stufe um 2 erhöht, macht das Sensational Sherry mit einer Trainerfähigkeit übrigens bei 6 Silber Max, finde ich total krass, ist auch ein neuer Punkt jetzt. Also bei einem 34.000er Talent ist sie auf ihr Maximum dann mit, sag schon, Multiplikatoren die Stufe um 4 erhöhen. Es riecht immer mehr danach, Leute, dass wir uns auf 6 Sterne Gold zu bewegen werden. Es riecht so danach. Weil wirklich der Schaden, der rausgeballert wird, Trainereigenschaften, die Superstars noch besser machen, Trainereigenschaften, die erst ab 6 Sterne Silber dann da sind. Es ist, Leute, wie soll ich sagen, ne? Also ist nicht so, ich bin jetzt nicht irgendwie Insider oder habe dort irgendwelche anderen speziellen Informationen, aber man kann ja gefühlt 1 und 1 zusammenzählen. Es sind ja noch keine offiziellen Meldungen jetzt da bezüglich des Events, was wir dann jetzt im nächsten Monat haben werden. Naja, nicht, dass da dann sowas kommt, ne? Hier mit, Glückwunsch. Jetzt ist hier 6 Sterne Gold. Wir werden es sehen. Er macht hier schön die Multiplikatoren kaputt. Hat du fein gemacht.
Ja, deshalb habe ich Thresher jetzt wirklich cointechnisch und postertechnisch schon gemaxt. Das hat bei mir ganz einfach auch den Grund schon immer, wenn ich dann nämlich durch meinen Roster so blätter und ich dann Superstars dann für mich immer sehe, die halt da komplett gelevelt sind, ist es für mich selber immer so eine kleine Gedankenstütze, ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, wo ich mir dann selber, mein Vergangenheits-Christian dann zu mir sagt, hier, da wolltest du eigentlich mal was machen. Deshalb ist der gute Kollege einfach schon mal ready. Eigentlich mit den Perks, die diesen Monat da sind, ist es so sinnlos, den dritten violetten Move hier mitzunehmen. Aber ist er jetzt auch egal, ne? Ist er jetzt auch egal. Ja, fein. Fein. Na, auf jeden Fall die inne 6-Sterne-Marke. Fehlen mir für Gunther bloß noch 2. Ich könnte sie tauschen, aber ich will. Ich hebe mir das immer gerne auf. Oh, 15 schwarze Poster, die schmecken natürlich auch. Die nehme ich auch sehr, sehr gerne mit. Und dann ist doch diese Victory-Tour beendet. Es gab schöne Poster, es gab schöne Coins. Und das nehme ich doch sehr, sehr gerne mit. Ich muss jetzt mal schauen. Ich habe jetzt nämlich eigentlich extra auch hier die Tour bei Sensational Sherry. Ich habe die gestern Abend hier gemacht gehabt. Da auch konnte ich mir alles holen, alles cool. Hier auch die 100 Poster, ziemlich wichtig hier, glaube ich, am Ende vielleicht, aber in den Taschen war jetzt natürlich nichts drin. Und hier ist natürlich jetzt, für mich wird es ein bisschen interessant, ist die gute Piper Niven gefragt, wo ich natürlich nicht weiter gelevelt habe, weil halt die gute Raquel Rodriguez, deshalb müsste ich bei ihr jetzt auch dann erstmal gucken, wie ich das hier mache. Tja. Warte mal, bei mir ist dann eh immer so ein kleines Probieren dann immer mal drin. Dann hast du ja hier auch immer das Problem, dass der Move hier halt nicht richtig angezeigt wird hier. Deshalb, ich weiß gerade auch nicht, was die machen. Deshalb, ich nehme einfach mal mit. Ich will mal gucken. Ich nehme den mal mit. Am Anfang kann man das ja gerne mal machen. Und ich nehme mir da jetzt erstmal nur einen Trainer mit für Aufladen. Nehmen wir mal Rot mit. Dass der Move da ist, damit ich hier mal rauskriege, was dann hier los ist. Könnt natürlich auch auf Englisch stellen, könnt irgendwo gucken. Aber soll ich jetzt das Video abbrechen und da gucken? Hä? Soll ich? Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht, was der Juggernaut macht bei der guten Piper Niven. Gürtel ist leider auch nicht so weit, dass ich sage, okay, ich kann die Play drüber schieben und so weiter. Oh, gucken wir mal. Was macht der denn? Was macht... Ist natürlich blöd, dass sie hier gleich... Oh, bitte nicht pinnen. Ich will sehen, was passiert. Oh, Mann. Immer wenn du pinnen sollst, dann passiert so eine Scheiße. Was diesen Monat aber definitiv neu ist für mich, dass Champions jetzt auf dem Rechner wieder besser läuft. Kleines Upgrade beim Rechner gemacht und ja... Jetzt läuft das hier besser, haben wir auch schon in Streams mitgekriegt oder ich krieg's natürlich auch jetzt hier in den Videos mit, dass das schon ordentlich was ausmacht jetzt wieder. Und BlueStacks jetzt wieder 1A läuft. So, bitte nicht pinnen. Ich will wissen, was passiert. Scheiße, ich muss aber eh mal den Aussetzer machen, weil nicht, dass die dann hier die Sub macht. Bitte nicht pinnen. Okay, was passiert? Weiß keine Sau, ne? Passiert dann bestimmt erst ganz am Ende vom Countdown was. Ja, passiert bestimmt erst am Ende vom Countdown was. Ich spiele jetzt hier so lange, bis ich weiß, was da los ist. Vorher höre ich hier nicht auf. Und nein, ich stelle jetzt nicht extra auf Englisch um. Solange es so geht, geht's so doch. Dann ist doch gut. Ich will sie jetzt aber halt auch nicht auf 5 Gold machen. Dann gehen meine schönen Marken weg, die ich brauche für Big Papa Pam. Ach Leute, das... Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Ach, der Move so ein Schaden. Okay, ist ja jetzt hier Billo-Gegner hier, ist schon richtig. Bim, bim, bim. Na,
immer schön her mit den Eventpunkte. Diese Nikki Cross, weil ich sie gerade sehe, auch so ein Superstar, der unbedingt auf 6 Sterne noch muss bei mir. Schon alleine aufgrund der Trainereigenschaften, wegen diesen schwarzen, was, schwarze Submission-Manöver. Allein dafür muss ich schon hoch. Ey, es ist wirklich so. Es ist einfach so. Eigentlich können wir hier auch so machen jetzt. Was bringen die Juggernauts? Ich möchte es wissen. Ah, Sensational Sherry, bin ich ehrlich, hätte ich auch gerne. Endlich mal ein zweites Mädel bei der Legends Era. Das wäre doch klasse. Aber ich sage mal, es sind immer die Release-Days von Superstars, ne? Man hat später auch irgendwann die Möglichkeit, dort und dort sich ein bisschen was zu ergattern. Ein paar fehlende Splitter. Und so weiter und so fort. Eigentlich gab es ein Update und dann sollte diese Eventpunkteanzeige eigentlich gefixt werden, laut den Patch Notes. Aber nein. Das geht leider immer noch nicht so richtig. Und eine zweite Sache, die mir übrigens aufgefallen ist im Showdown. Da gab es ja am Ende, wenn du höchste Liga warst, kriegst du 1500 Showdown Coins als Gewinnprämie. Und ich habe zwei Promoter, die das um 50% erhöhen, die auch beide auf 6 Sterne sind und alles cool. Aber bei dem einen kriege ich, wenn ich gewinne, die 750 mehr, was richtig ist bei 1500. Und bei dem anderen kriege ich immer bloß 450. Fehler. Da frage ich mich, was soll los? So, das ist jetzt natürlich hier ein bisschen blöd. Ach so, da ist er eh wieder in Gefahr. Ich wollte wissen, was... Mensch. Ich bin dann hier irgendwann angekommen bei Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Das muss ja irgendwas mit Rot dann noch zu tun haben. Das weist ja halt auch so ein Triple Rot dann halt hin. Aber was auf jeden Fall bei mir richtig viel weggegangen ist, Gesundheitspakete. Bei diesen Touren mit diesem Überlebenskampf mit Extreme Rules und so, weil ich da unbedingt das mit dem Contest Superstar schaffen wollte. Ich habe so viel Gesundheitspakete dort verballert, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Schade, dass wir jetzt hier kein Rot haben. Bin ich blöd? Toll, jetzt bringt's mir auch nichts. So, was machst du jetzt hier? Ja, mach ruhig, dann sehe ich, was passiert. Sie hat es auf mein Juggernaut gemacht. Och nö. Och nö, ich wollte doch erfahren, was passiert. Was aber, wo ist denn hier? Bin ich hier irgendwie so ein bisschen blind oder was? Hä? Oh. Hält bestimmt rote Manöver oder sowas. Irgend sowas Verrücktes wird da passieren. Oh, 200.000 Eventpunkte schmeckt. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir einfach mal mit. So, Niki. Schätzlein. Pass mal auf, ich nehme jetzt hier einfach mal rotzfrech. Was passiert denn hier eigentlich? Ich bin hier 7 Grüne und pinne den Gegner. Scheiß drauf jetzt. Komplett kein Moveset, mit dem man jetzt spielen sollte, was ich hier habe. Das ist wirklich so für mich testen. So mache ich das, wenn ich alleine bin, auch. Wenn ich da nie weiß, was macht denn das da? Der Countdown-Move wird nie richtig angezeigt. Der Juggernaut-Move wird nie richtig angezeigt. Dann probiere ich es halt einfach aus. Guck mal, bei ihr ist ja gut. Dass die Sub wenigstens ne gleich da. Jetzt zeig mal her, das Zeugnis.
So Leute, jetzt kriegen wir aber mal eine Antwort. Was passiert dann? Oh, warte mal, mach jetzt hier keinen Blödsinn. So, was passiert? Rote Manöverpunkte. Okay, wir kriegen rote Manöverpunkte am Ende. Alles Klärchen, Bärchen. Hat da so einen zweiten Juggernaut, ne? Und dann geht das hier nach vorne. Also jetzt auch nicht so mega spannend. Aber wir haben die Erkenntnis. Mal wenigstens schwer geschafft mit unseren Superstar. Jetzt will ich hier aber mal gucken, was man da so reißen kann mit ihr jetzt noch. So, okay. Also wir wissen, was der Move macht. Ja, es ist dann natürlich gut, um so einen Kampf in die Länge zu ziehen. Der macht jetzt auch ziemlich geil Schaden hier. Bei mir, ich rechne nämlich schon damit, auch den letzten Fight mit anzugreifen. Der macht Beschädiger, das ist in Ordnung. Ist dann hier grün. Du machst hier, du verursachst und machst da rot und kriegst dann dort wieder Manöverpunkte. Auch nicht so blöd. Sag mal, dass ich jetzt nicht unbedingt mit den gelben Moves arbeite. Gut, die Reihenfolge ist jetzt natürlich ferner liefen hier. Du kriegst hier rot, der setzt aus, der macht das. Und hier könnte man dann wieder recyceln mit dem Finisher. So könnten wir auch reingehen. Und da gehe ich jetzt hier wirklich mal daher und mache ein Sub-Bild draus. Spiele jetzt quasi, warte mal, wie viele Manöverpunkte hatte der? Mir geht es nämlich darum, nicht, dass die zwei Manöverpunkte schon reichen. Mit William Regal. Das waren nur 7, ne? 2, 5, ich glaube 4 machen sie ja sowieso mehr. Ich mache einfach mal einen Fight, ich wette, das reicht. Und warte mal, ich passe mal den Rest kurz noch an. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, ich gehe auf die Sub. Dann mach mal hier mal noch grün. Das war doch der Roman Reigns. Nee, hier, Bruno Sammartino. Dann nehmen wir den noch mit. Und dann scheißt der Hund drauf. Nehmen wir Logan Paul auch noch mit. Da haben wir wenigstens eine Sub mit 2 Millionen Schaden. Das ist, denke ich mal, nicht zu verachten. Wir gucken mal, ob die 2 MP von William Regal reichen. Weil ich glaube, 4 Manöverpunkte war doch der Tour-Perk. Oder waren es 3? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay, es fehlt einer. Es fehlt einer. Schade! Aber das können wir ja noch klären. War alles cool, Leute. Wie gesagt, das Moveset, das habe ich jetzt halt für mich so rausgebildet. Ganz persönlich, weil ich mir gesagt habe, ich möchte Piper jetzt nicht unbedingt leveln. Und so ein Sub-Bild mit 2 Millionen Schaden, das ist schon in Ordnung. Jetzt könnte ich natürlich 2 Sachen machen. Entweder ich nehme Hogan mit und mache dann Ali als Unterwerfungstrainer nochmal 100% mehr drauf. Oder ich gucke mal, gab es nicht auch noch einen Trainer für Grün? Aber das ist ja halt schon William Regal. Also wir beim Spielen so das Moveset raussuchen. Und so finde ich das immer am geilsten. Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Ist hier noch irgendwas, was Unterwerfung pusht und Grün? Unterwerfungsmanöver Grün verursachen 50% mehr Schaden. Unterwerfungsmanöver alle, Violett, Grün dauern 3 weitere Runden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Da geht mir nur ein bisschen Schaden dann flöten, aber ich habe halt mehr Runden. Ich bin jetzt bei, warte mal, wir müssen mal, einer von den beiden muss er dann weg, weil dann Hogan reinkommt. Das dürfen wir jetzt mal nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay, warte mal. Ich mache jetzt hier wirklich mal den guten, wo ist er denn? Bray Wyatt. Los, sag mal, wo ist er denn? Er war doch, ach, ich bin, weil ich ja auch hier bin, ich Dussel. Bray Wyatt, dich mach mal hier mal mit dazu. Wir sind jetzt bei einem Schaden 8x4, 3,2 Millionen, aber mir fehlt halt hier der Hogan, dass ich Turn 1 da bin.
Bin ich bei 2,1 wieder. Und wir waren vorhin bei 2. Waren vorhin bei 2 gewesen, ne? Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Das ist natürlich jetzt blöd. Da würde ich dann doch schon gerne Bruno Sammartino hier drinnen lassen, ne? Keiner. Ist halt hier violett. Erwärmungsmanöver alle. 50% mehr Schaden pro Runde. Ach, Ärgerlitschchen, ne? Manöver grün, 50% mehr Schaden, ne? Zwei zusätzliche Grünmanöver verursacht 100% mehr Schaden. Das jetzt hier noch mit. Holen wir dort noch ein bisschen was. Dann gehen wir so jetzt rein. Superstar, niedriges Niveau, das entscheidet man euch. Stimme war weg. So, wie viel hat sie denn? Gut, da reicht die eine Sub. Alles unter 2 Millionen ist für uns kein Problem. Kein Problem. Mit unserer 5 Silber Piper Niven Zappeltante. Ich überlege, 100% mehr Schaden ist dann quasi wie... Nee, das bringt mehr wie ein Turn auf jeden Fall. Ich lasse das jetzt so. Wir sind jetzt so bei 5 Gold angekommen. Ab jetzt wird's eklig. Ab jetzt wird's eklig. Da muss ich auf jeden Fall zuerst den E-Move machen, dass ich rot pushe, dass ich dann halt das Recyceln hab. Christian, da muss das ja jetzt so gut fallen auch noch. Warte mal, wie viel brauche ich denn hier? Also 5 möchten mindestens kaputt gehen. Da bin ich eigentlich lieber so ein Freund davon, der eine Reihe hier kaputt macht. Okay, es ist nichts zusätzlich gekommen. Habe ich den Move hier wenigstens mal? Drücken wir mal die Moves runter jetzt hier. Ich hätte auf Rot Manöverschaden noch. Ist jetzt scheißegal. Der Beschädiger. Das ist natürlich nervig, dass sie da jetzt hier wieder schön den Move hat, ne? Das ist jetzt natürlich nervig. Dass sie sich ihre Sub so geholt hat. Hat die Reihe wieder vollkommen hingehauen für sie. Das finde ich assi. So, ich muss natürlich gucken, dass ich hier vielleicht irgendwo mir noch so ein bisschen grün herholen kann. Aber das sieht ja hier mal grün oder rot. Das sieht hier alles scheiße aus. Ah, hier ist doch grün. Sehr gut, warte mal. Heißt es quasi überleben. Und das wird jetzt aber, denke ich mal, eher so ein kleines Problem. Oh, glücki, glücki gehabt. Warte mal, pushe ich den hoch? Ne, jetzt noch nicht. Sie ist unter 2 Millionen, deshalb die kriegt man auch so weg jetzt. Ein paar Täschchen, Sensational Sherry. Splitter nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit. Weil immer der Hintergedanke... Wenn es dann halt zum Release nicht klappt, dann vielleicht später. Das kann jetzt eklig werden. Aber ich probiere es. Ich probiere es. Werde mir aber... Wollte gerade sagen, schwarz runter wahrscheinlich. Grün hoch mal noch mitnehmen. Schwarz runter sieht schon... Ja, Requisiten ist auch so eher mau geworden. Warte mal, nimm mal sowas noch mit. Immer gut. Falls wir unbedingt noch einen Pin haben wollen. Links können wir nochmal mitnehmen hier. So, geh mal rein. Gucken. Wenn es nicht wird, dann halt ohne Splitter. Dann muss ich halt das ein anderer machen. 2 Millionen pro Sub. Das ist auf jeden Fall ein absehbares Ende. Weil sie hat nämlich hier ihre Geschichte mit Aussetz-Move. Deshalb wir gehen... Oh, sieht das geil aus hier, ne? Ne, wir gehen trotzdem erstmal mit der Sub rein. Ich will den Balkenwalter links haben von ihr. Wenn ich ihr dann hier meinen... Choose Gem Move hier mache. Und wir hoffen natürlich, dass er kein Schwarz kriegt jetzt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Gut, ich brauche 5. Oh, 5. Machen wir schon mal den hier. Komm, scheiß der Hund drauf. Ballern das hier mal irgendwo hin. Sehr gut. Und wir wollen unseren Move dann wieder haben.
Sehr schön, Pinbalken schön nach links. So wollen wir das. Wir kommen mit den nächsten 2 Millionen. So kann es weiterlaufen. So kann es wirklich weiterlaufen. Sie hat schwarz. Okay, das, sowas sollten wir jetzt natürlich versuchen zu vermeiden. Uns ja ganz einfach nur mal die Power fehlt und der Balken jetzt in der Mitte ist. Das ist natürlich nicht so cool. Ich verwende zur Sicherheit, weil es läuft so gut. Ich brauche nämlich 8. 1, 2. Wäre hier dann nochmal ein Dreier. Obwohl nicht so viel, ne? Oh, man kann auch mal Glück haben, ne? Okay, Sub ist wieder da. Ah, es geht nicht viel kaputt. Sehr schön. Die nächsten 2 Millionen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir brauchen jetzt hier natürlich wieder ziemlich viel. Ganze 8. Ah, ich hätte Rot hoch noch mitnehmen sollen, nicht Idi. Hier, dann haben wir hier nur bei 7. Also es läuft gerade, wie es soll. Wenn alles blöd läuft, nur 2-mal das Ganze. Nicht so viel kaputt machen, bitte. Ich muss das hier eigentlich ausnutzen. Pinbalken ist gerade dort, wo er ist. Ich brauche zwar 9, aber mir reichen auch 8 jetzt. So. Okay, ich nehme den Pin mit. Ich nehme den Pin mit, okay. Gut. Macht unsere 5 Silber Piper Niven, macht hier halt den 6 Sterner platt. Mit Zappelt. So, mein Grün wieder. Dann eh mal die Sub noch durchkriegen und dann haben wir es, Leute. Oder vorher halt jetzt schon. Weil sie ist unter der Mille Schaden. Ey, Gesundheit. Piper Niven gepackt, Mann. Auf 5 Silber. Ohne Gürtel, ohne alles. Und wir nehmen die 100 Splitter für Sensational Cherry. So, wir gucken noch gemeinsam in die Täschchen rein und da haben wir noch einen wunderbaren Abschluss für heute. War wieder schön Gameplay, weil darum soll es ja auch immer mal gehen, ne? So, kommen 7 Taschen, ne? Auf jeden Fall wären es 140 Splitter, das ist natürlich schon mal schön. Aber ich freue mich natürlich auch über ein paar Io Sky Splitter hier. Oder Queen Selina oder Tori. Wir gucken mal. mehr sein können. Das sind die 140, also keine 3 Sterne Sensational Cherry. Aber nimm mal mit, 140 Splitter sind 140 Splitter. Ich gegenwärtig bei 500. Ein Viertel. Alundra, na. Okay, die 10 Tori nehme ich mit. Fehlen natürlich auch noch sehr viel, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und wir haben noch das rausgeholt, was geht. Achso, warte mal, den einen oder anderen Meilenstein haben wir doch bestimmt auch jetzt. Gucken wir mal rein. 2 Stück. Ah, hier auch nochmal 20 Splitter. Grüne Poster, für mich ganz wichtig. Nochmal 20, sehr schön. Und Alundra Blaze interessiert mich ja mal so gar nicht, ne? Warte mal, hier ist dann... Gibt es da einen Sensational Cherry Splitter noch hier unten? Das finde ich ist dann nämlich immer so das Gemeine. Ne, hier ist dann wirklich Price Wall, wo es natürlich auch Sensational Cherry Splitter gibt, klar. Ah, nee. Nee. Ah, dann hier beim letzten dann bestimmt. Okay, und dann hier der Truthahn. Da läuft es übrigens bei mir auch nicht so pralle diesen Monat. Weil aus irgendeinem Grund. Bei diesem Wettbewerb, also Truthähne alle da, bisher, aber die Thermometer.
Das ist ein Graus bei mir und ich glaube, das wird diesen Monat nichts mehr, weil ich weiß nicht, ob es am Montag nochmal das Event geht. Wie lange noch? 3 Tage? Nee. Na, vielleicht weiß ich, ob es am Montag dann, das ist ja dann quasi Samstag, das ist heute, warte mal, Sonntag. Na, ob sie da nochmal was machen mit Kisten, keine Ahnung, um die fehlenden Thermometer. Ansonsten, dann hab ich's halt nicht. Ja, meine Fresse. Ich werde es überleben. Ja, ihr Lieben, so viel zu Sensational Sherry. Und ihr habt gesehen, wir haben die Tour geballert mit unserer guten Piper Niven. Und das auf 5 Sterne Silber. Hat geklappt, hat gereicht mit einem kleinen Subbild. Gut, Leute, ich bedanke mich für das Grinding. So, wie gesagt, kleines Resümee bezüglich des Monatsevents. Und wir haben gemeinsam jetzt auch mal wieder ein bisschen gedaddelt. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Und ich bin gespannt, was ihr sagt, weil wie das Monatsevent bei euch so lief. Ach Mensch, Leute, ich habe es noch gar nicht gezeigt. Natürlich super, dass ich das am Ende des Videos mache. Kalendertürchen Senfkalender. in der 2 ist ein körniger Senf drin gewesen. Kerniger Bruder mit Gewürzen und Kräutern. Also man weiß nicht genau, was einen hier erwartet. Aber das war heute im Kalender drin. Zu der Preiselbeersoße von gestern. Leute, wir kommen zum Ende. Danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal im Stream oder hier auf dem Kanal. Und ja, macht euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.